Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft testet im Castello in Düsseldorf mal einen echten Hochkaräter. Japan, der Weltranglisten 16. zu Gast beim 67. Deutschland. Und was das heißt, zeigten die Japaner in Blau nach nicht einmal 2 Minuten. Akira Minamoto mit diesem Strahl kompromisslos das Ding nach einer Eckenvariante in den Winkel genagelt. Ein früher Schock also für die deutsche Mannschaft, die sich dann aber nach knapp 5 Minuten fing. Aggressive, aber faire Zweikampfführung von Heinze. Und dann macht Hoffmann mit, vorbei am Pires, aber auch am Tor. Die erste gute Möglichkeit, Heinze mit gewohnt gutem Einsatz und dann Hoffmann mit der bis dato besten Möglichkeit. Deutschland kämpfte sich rein in dieses Spiel, nahm die Zweikämpfe an, so wie hier Meier. Und dann ging es schnell, Söser an den Innenpfosten. Eine Riesenmöglichkeit für den besten Mann auf deutscher Seite auf dem Platz. Söser scheitert am Aluminium. Deshalb 0:1 aus deutscher Sicht zur Pause. Hirosawas Eltern, auch mit im Publikum, konnten zufrieden sein mit der Leistung ihres Sohnes. Gefährlich wurde es aber in der zweiten Halbzeit nicht durch Hirosawa, sondern durch Meier. Ein zweites Mal Pech. Dieses Mal ist es der Außenpfosten, der den verdienten Ausgleich verhinderte. Stattdessen nur eine Zeigerumdrehung später das 2:0 für die Japaner. Torschütze Nishitani völlig frei im Rückraum und dann durch die Füße von Söser zum 2:0. Deutschland probierte noch einmal alles in den letzten Sekunden. Flying Goalie hier in Rot und einmal kamen sie auch noch gefährlich zum Abschluss. Hoffmann allerdings kein Problem für Sekiguchi, der die 2:0-Führung hielt. Und das war dann auch der Endstand. Losfeld und Deutschland mit einer Niederlage, die trotzdem Hoffnung macht.